Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam der Briefträger. Eigentlich hatte ich heute vor, ein paar andere Videos zu drehen, aber jetzt kommt das dazwischen. Und zwar ist die Instabox bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast zu wissen, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch die Instabox darf bei meinen ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen tatsächlich nicht fehlen. Die habe ich ja schon seit einer Weile im Abo und parallel habe ich ja auch die Kooperation mit Boxpalast am Laufen. Das heißt, ich bekomme diese Box gratis zugeschickt, alle 3 Monate, weil die halt alle 3 Monate rauskommt, immer passend zu jeder Jahreszeit. Und ich kann am Ende dieses Videos auch eine Box an einen von euch da draußen verlosen, was ich mega geil finde. Also vorher hatte ich das ja mit den Codes, dass ich die Gutscheincodes verschicken konnte und jetzt kann ich tatsächlich eine komplette Box an jemanden verlosen. Finde ich richtig geil. Und ja, in dieser Box verbirgen sich Produkte aus Beauty, Food, Lifestyle, Fashion, keine Ahnung, alles Mögliche. Ein richtig hoher Warenwert ist da drin. Wenn du das im Abo holst, kannst du das entweder ein einmaliges Abo oder ein Halbjahresabo oder ein Jahresabo machen. Und je nachdem, was du so wählst, zahlst du dann pro Box 25 bis 29,95. Und ja, also es lohnt sich immer, finde ich. Also ne, die Instabox ist auch eine meiner absoluten Lieblingsboxen, die ich im Abo habe, beziehungsweise die ich jetzt auch immer bekomme. Und man bekommt auch immer 3 E-Paper der InStyle gratis mit dabei. Weil es ist jetzt von der Zeitschrift InStyle die Beautybox. So, ne? Karton aufmachen. Lippen sind nicht dazu geschaffen, beige zu sein. Das stimmt. Ich trage heute auch meinen Benefit They Are Real Lipstick. Warte mal, habe ich in meiner Hosentasche. Das ist auch der Double the Lip, genau. Und das ist eine schöne Farbe. Das ist Lippenstift und Lip Liner in einem. Richtig geiles Produkt. Hatte ich in meiner Benefit-Box drin mal. Jo, und hier steht drauf. Liebe Claudia, heute erhältst du die neueste Instabox Frühlingsedition. Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken. Deine Charlotte vom Instabox-Team. Und hier ist sie, die Instabox. Ich glaube, die kommt nie in irgendwelchen Special-Editionen. Die ist immer weiß mit diesem roten, glänzenden Schriftzug. Und so sieht es aus. Du hast hier dieses weiße, durchsichtige Seidenpapier. Dann ist hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und ja, wie schon vermutet, die Spring-Edition. Lieber InStyle-Fan, endlich! Der Frühling ist da. Oder sollte ich besser sagen, endlich ist die Frühlingsbox da. Kommt aber genau genommen aufs Gleiche heraus. Denn in diese Box haben wir alles gepackt, was einem jetzt Freude macht. Frische Farben, frische Düfte und auch frische Geschmacksrichtungen. Okay, ich hoffe nicht, dass das allzu frisch jetzt wird. Also so zitrisch oder so wäre so gar nicht mein Fall. Aber wir gucken mal rein. Als erstes hole ich hier aus der Box Adele With Peace. Die sollen ja total super sein, diese künstlichen Wimpern. Aber, Leute, ich komme damit nicht klar. Hoffentlich einer von euch. Also kommt demnächst mal in eine Verlosung mit rein. Aber, ne, also leider gar nichts für mich. Die sind schön, ja, die sehen auch extrem geil aus, also so schön dicht und so verwebt, wie auch immer, dass es so kreuz und quer geht. Ich denke, dass es auch ziemlich cool wird, aber ich bin ehrlich, ich trage sowas nicht. Und warum soll ich sowas behalten, wenn ich es nicht trage? Ich versuche mich ja an magnetischen Wimpern, aber so zum Aufkleben, nein. Thomas Henry Coffee Tonic? Ist das ein Kaffeewasser? Das sieht interessant aus. Wenn fruchtige Tonic-Noten auf kräftigen Cold Brew treffen. Cheers. Okay, das ist dann wahrscheinlich so kalter Kaffee. Das wollen wir noch mal probieren. Okay, das riecht echt nach Kaffee, ne? Aber Kaffee mit Kohlensäure? Ich weiß ja nicht. Prost oder auch Cheers. Nee. Mm-mm. Das ist nichts für mich, Leute. Mm-mm. Das schmeckt mir gar nicht. In der Hoffnung, dass es besser weitergeht. Invisibobble. Super. Ja, das sind 6 Hairings und 2 Charms. Okay, da sind 6 Invisibobbles drin. Und was meinen die mit 2 Charms? Ah, du hast da an diesen Invisibobbles so Charms dran. Ich muss sagen, dass ich weiß nicht, ob ich das schön finde. Ja, ganz niedlich, dass du so Avocados drauf hast, aber ich weiß nicht, ob diese 2 Charms in den Haaren
tragbar sein werden. Aber richtig cool, dass da 6 Stück von drin sind, weil die Invisibobbles trage ich ja ständig, wenn ich meinen Bommel habe oder wie auch immer, ne? Also sei es die richtigen oder die Telefonkabel-Haargummis, sprich die Nachmachen davon. Aber cool, 6 Stück. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich habe wieder Vorrat. Und Orange ist zum einen eine gute Frühlingsfarbe und zum anderen super für blonde Haare. Dann fällt das nicht so auf. Aloe Soothing Mask Pack. Das scheint eine koreanische Fließmaske zu sein. Yay! Ich und Maskenleute, wir sind Best Friends. Also, wie soll ich das sagen? Sobald in einer Box eine Maske drin ist, ist direkt so meine Stimmung etwas gehobener, sodass ich sage, ach ja, die ist wohl ganz gut. Wirklich, also es ist unfassbar. Cool ist, dass es cruelty-free ist, also dass es wirklich frei von irgendwie, ne, Tierversuchen ist. Dann steht hier auch GMP drauf, also es ist quasi auch gentechnikfrei. Das ist auch schön. Ja, gefällt mir. Wie heißt die Marke? Benton. Ja, nicht schlecht. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus und ich glaube, dass die Spaß machen wird. Ach, guck mal, wie süß. Das ist eine Vase. Das ist schön. Ich mag dieses Peachige total gerne. Da kannst du so eine Blume oder so reinmachen aus dem Garten oder irgendwo, keine Ahnung, eine Kornblume, die du vom Feld mitgebracht hast oder so. Richtig cool. Also das mag ich gerne leiden und ich mag auch, dass es so ribbelig ist, ne? Das gefällt mir. Süß. Da kannst du jetzt keinen großen Blumenstrauß reinmachen, aber so vom Spazierengehen mitgebrachte Blumen, Mensch, kannst du das schön reinmachen oder halt so eine Kunstblume oder so. Aber schön, das gefällt mir. Ist ein schönes Design. Wow, das ist meine Farbe, oder? Orange. Orange, Korall und so, das sind ja so die Trendfarben für dieses Jahr, ne? Das habe ich ja schon gelesen. Mr. Crab, ja, hallo. Von Annie ist das ein Nagellack. Ich trage Nagellack nur, also ja, Nagellack, richtigen Nagellack, nur auf meinen Füßen. Möchte ich da Korall haben? Bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Also, ich glaube, im Sommer sieht das irgendwie cool aus, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Finde ich das jetzt cool? Ich finde es auf jeden Fall krass. Also. Würdest du orangene Nägel tragen? Ich meine, ich sitze hier mit grünen Nägeln. Okay, aber würdest du orangene Nägel tragen? Stimm mal hier oben ab. Würde mich voll interessieren. Von So Susan Cosmetics habe ich hier eine Dream Maker Light Shifting Highlighting Cream. Okay. Creme Highlighter und ich sind keine Freunde. Ich weiß gar nicht, warum das in letzter Zeit so oft in Boxen drin ist. Ich mag nicht so gern Creme Highlighter, aber gut, ne? Highlighter an sich mag ich gerne. Also es ist vegan, ohne Mineralöl, ohne Parabene, ohne Phthalate, ohne Gluten. Es ist nicht komedogen, das heißt, es ist nicht pickelverursachend. Es ist hypoallergen, es ist mit Edelweißextrakt und mit Tetrapeptiden 221. Frag mich nicht. Es ist cruelty-free. Okay. Steht hier alles drauf? Ich bin. Say hello. We love hearing from you. Auf Instagram. Ja, da werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Folgst du mir schon auf Instagram? Stimm mal hier oben ab. Also, ich würde mich freuen. Okay, das ist so ein richtiger Creme. Also, so eine Tube ist das richtig, ne? Sieht ja per se schon mal ganz nice aus. Aber, oh, Leute, warum so viele Creme-Highlighter? So sieht er aus, wenn er rauskommt. Wenn ich den so ein bisschen mit dem Finger verblende, ist er wundervoll. Oh. Er ist wirklich wundervoll. Ja, ich denke, sowas kann man dann auch wirklich sehr gut im Frühling tragen, ne? Wenn du vielleicht auch nicht unbedingt. Ich mache ihn mir mal drauf. Komm, wir versuchen es mal ein bisschen. Ganz bisschen. Verblende den mal mit meinem Ember-Schwämmchen. Der lässt sich aber schön verblenden. Ja, ich mag ihn. Ich mag mal einen Creme-Highlighter. Joa, ne? Ist schon nice. Dafür, dass es ein Creme-Highlighter ist, mag ich den sehr gerne.
Mist. Ja, geiles Produkt, wirklich. Also, ich empfehle euch mal wirklich ein Creme-Highlighter. Wer hätte das gedacht, oder? Von Bilou habe ich hier zwei schaumige Produkte drin. Und zwar einmal versuche ich mich nicht zu erschlagen mit dem anderen Produkt. Yummy Lemon from Bilou. Bibi Loves You. Cremiger Duschschaum. Zitrone, Leute, ich habe es eben gesagt. Und ein 2-in-1 Body Spray. Okay, dieses Body Spray wird auf jeden Fall weiter wandern, denn ich möchte nicht wie eine Zitrone riechen. Und den Duschschaum werde ich einmal kurz austesten und auf ein Papiertuch sprühen und dann gucke ich mal, ob ich es mag oder nicht. Das riecht einfach nach Zitrone, Leute. Das ist nichts für mich. Der wird weiter wandern. Nee, 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 nee. Leider nein, leider gar nicht. Zitrone und ich, vergiss es. Leider nicht meine Welt. Aber gut, ne? Wer ahnt das schon? Der Frühling steht nun mal so für zitrische Düfte. Ist dann scheinbar nicht so ganz meine Jahreszeit. Fräulein B., die Marke kenne ich doch auch schon. Da mochte ich den Schwamm, diesen Macaron, leider nicht so gerne. Die haben auch einen Silicon Sponge rausgebracht. But first Make-up. Okay. Damit soll man sein Make-up besser auftragen können. Silikonapplikator zum sparsamen Auftragen von Foundation und Co. Einfache Reinigung mit milder Seife oder lauwarmem Wasser und bei Beschädigung der Außenhaut nicht mehr verwenden. Ja, das ist eine Firma aus Berlin. Ich finde es schön, wenn da lokale Sachen oder lokale Sachen, ne, einheimische Produkte mit drin sind, die jetzt nicht um die halbe Welt reisen mussten, um bei uns in den Boxen zu landen. Silikonschwämme, Leute. Muss ich wohl austesten, ne? Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Aber begeistert bin ich davon nicht, wie ihr merkt, ne? Silikonschwämme mag ich nicht so gerne. Ich weiß gar nicht, in welcher Box ich das ja auch schon mit drin hatte. Das ist ein Daily Journal. Auch das wird weiter wandern. Da hast du wirklich schöne Sachen. My Life, My Bullets, Mini. Das ist quasi die kleine Version von dem Großen. Das kann man sich auch in Groß holen. Und hier hast du dann wirklich, ich glaube, nur einen Monat oder eine Woche drin. Und das ist von Local Urban. Ich bin kein Fan von diesem Bullet Journaling. Ich bewundere alle Leute, die es machen, die so viel Zeit und Kreativität haben, um das zu betreiben. Ich kann es leider nicht. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Insta-Box für März 2019 bzw. für den Frühling 2019. Ich persönlich bin jetzt nicht so begeistert davon. Also, ne, sind nicht unbedingt meine Produkte mit drin gewesen. Ich weiß auch nicht. Ich kann dir nicht mal sagen, was ich vermuten würde, was der Gesamtwert ist. Ich blende ihn dir hier aber mal ein von den ganzen Produkten. Das steht nicht in dem Magazin. Ich suche den mal aus dem Internet für dich gerne raus. Ja. Ansonsten ist es ja halt echt eine meiner Lieblingsboxen. Die haben schon so geile Produkte drin gehabt. Aber das hier hat mich jetzt leider nicht so ganz umgehauen. Egal. Wie fandest du denn die Box? Da kannst du gerne mal hier oben abstimmen nach Schulnoten. Für die Verlosung verwendest du einfach den Hashtag Spring oder irgendwie irgendwas, dass du mir mitteilst, dass du an der Verlosung teilnehmen möchtest und schreibst mir unten in die Kommentare einen lieben Kommentar. Bist ganz einfach Abonnent meines Kanals und ja, ne? Dann läuft die Verlosung 4 Wochen und alles andere steht unten in der Infobox drin. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!